Hey, yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Giga Tobi. Yo. Und ja, es geht jetzt wieder weiter bei Ninja Gaiden 3. Ja, es geht nun los. Wir sind jetzt hier stehen geblieben in Tag 2. Verlassene Stadt. Kujal Al-Jali oder Kujal-Jali. So. Ah ja, wir haben jetzt nur den Bogen. Zack. Erledigen wir erstmal hier die Huren. Okay, haben wir erledigt. Yeah. Ich finde aber diese Mucke richtig fett in dem Spiel. Echt Hammer, Dame. Echt Hammer. Wow. Wow. Okay, jetzt. Es dreht das richtig hier am Rad. Begrüßen wir Sie mit unseren schönen, ich nenne das jetzt mal Take-Bogen. Ninja Take-Bogen oder sowas. Genau, so einen eigenen Namen geben. Zack. Ha. Dass ich nicht lache. Yeah. Und schon haben wir an seinen Weg freigebahnt. Ha, Ryo hat's halt drauf. Oh. Besuch? It's been a while, Master Ryo. Ayane? Hayate asked me to come. Jingra. It gets around fast. Make sure you bring it back in one piece. It's just a loaner. Okay. Tell Hayate I said thanks. You should have someone in the village take a look at that arm. I will. Soon. There's something I need to finish first. Take care. Okay, alles klar. Wir haben jetzt nur ein Hayates Schwert. It's classified top secret. Ninja have their ways. Ja, das stimmt. Okay. You're mine. Ha, vom wegen. You're cut off. Nimm das, du verrückter Assassin. Talibaner Typi. Alles klar, lass es rocken hier. Ha, von wegen. So ist es nicht einfach mit gegen Ryo. Ah, shit. Die haben es richtig drauf, diese komischen Assassin-Typen. Der ist richtig drauf, der Junge. Wir müssen aber auf diese Sicheltypen aufpassen, diese Assassinen-Leute mit ihren heftigen Klingen. Die gehen richtig schon ab. Ah, komm. So, jetzt aktivieren wir unser Nimpo. Das sieht so Hammer aus. Yay, jetzt haben wir wieder richtig schön Leben bekommen. Gnadenlos. Mehr Blut geht nicht. Wow, sehr schön. So, jetzt setzen wir unsere ultimative Technik ein. Jetzt geht das richtig ab. Jetzt ist der richtig in Rage. Ah, schau mal einen da oben an. Den erledigen wir auch mal schnell. Da oben auch noch. Ah, verdammt. Aua, aua. Zack. Weg mit euch. Puh. Alles klar. Ah, das können wir einsetzen, wenn unser Arm rot wird. Geht richtig, dreht richtig durch. So, jetzt haben wir wohl alle erledigt. Oh, wir sind voll mit Blut. Aber es tut uns gar nichts. Dahin müssen wir, okay. Springen Sie auf eine Wand links oder rechts.
von ihnen zu und drücken sie im richtigen Moment A, um weiter nach oben zu springen. Alles klar. Kenne ich irgendwo her, finde ich. Ah, wir können jetzt nur speichern. Ich guck mal in die Aufnahmezeit. Ja, das geht alles noch. Das ist super. Gut, dann machen wir mal klar weiter. Oh nein, jetzt kommen wieder neue Gegner hier. Mir ist aufgefallen, das sind wieder diese Bazooka-Leute. Aua! Nein, nicht diese Assassin-Typen. Die Killer-Araber nenne ich diese mal so. Voll die heftigen Talibaner-Gruppe oder so. Hat auf jeden Fall schon Style, so Wüste und so finde ich irgendwie schon cool. So Wüsteumgebung. Yay! Ich finde das voll Hammer, wie dein Rage irgendwie geht, irgendwie. Das ist richtig Hammer mit. Das ist, kommt auch wegen seinen Arm. Sein Arm hat ihn irgendwie noch zusätzliche Macht gegeben oder so. Ja, ich bin ein Monster. Das hat was mit dem Bogen, finde ich. Das hat schon auf jeden Fall Style. Ah, jetzt können wir hier lang gehen. Ah, Wand, Mauer entlang laufen. Das stimmt. Hier bin ich, ey. Zack. Hat richtig Style. So, da lebt auch noch irgendwo einer. Ne, der ist tot. Der auch. Ach, da hinten ist der eine. Ah! Okay. Springen Sie auf eine Wand zu, um einen Wandlauf durchzuführen. Ja, was wir vor eben gemacht haben, wollte das nochmal vorlesen, deshalb. Oh nein! Ah, muss das passieren? Ein Hinterhalt. Ah, hätte man sich denken können. Das sind wohl auch wohl Spezialisten für Hinterhälte, denke ich mal. So wie die aussehen. Oh. Ja, Mann. Schön Ding gekontert. So wie immer, wie das immer bei Assassin's Creed gibt. Immer schön kontern und sowas. Hat immer Style, finde ich. Ach, verdammt. Da. Denkt auch, ihr werdet richtig schlau, ne? Komm her, du. Oh. Das hat bestimmt wehgetan. Hm. Richtig gnadenlos. So, jetzt geht's ab. Das, ich finde, das ähnelt irgendwie ein bisschen so Raserei-mäßig. Aber wir dürsten immer mehr nach Blut. Desto mehr Blut er kriegt, desto besser. Was in seinen Arm fließt. Darum löst das bei ihm auch irgendwann auch eine heftige Fähigkeit aus. Das ist einfach brutal, Mann. Okay, alles klar. Mann, das geht richtig ab. So. Jetzt gehen wir hier wieder nach oben. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich probiere das einfach mal. Ah, alles klar. Hier können Sie die Wand erklimmen. Halten Sie mit A fest. Ah ja, das hatten wir ja schon mal. Yay! Das ist ja auch geil. He'll run away with his tail between his legs. Tja, das war's für dich. Oh, no! Quicktime wieder irgendwie. Geil. Okay, lass es rocken. Rhea Hayabusa ist da. Zack, nimm das. Kümmere mich kurz um die Raketen, Leute. Bam.
Pew. Yay. Alter, das ist Bock einfach, das Spiel. Also, ist echt zum Empfehlen. Finde ich aber noch leichter als Ninja Gaiden 2, was ich auch wieder besser finde. Es hat nicht dieses Unnormale. Okay, ihr könnt auch auf Hell spielen, dann könnt ihr das Spiel voll locker schaffen, finde ich. Aber auf Normal reizt es ein bisschen mehr. Was ich natürlich auch hier mache. Aber muss jeder selber wissen. So, jetzt setzen wir unseren Ki ein, also unser Feuer. So. Wieder die Leichen da auch noch so auffrisst, der Drache irgendwie. Und jetzt. Ey, das hat sowas von Style. Wir haben noch genug Aufnahmezeit noch. Wow, jetzt kommen wieder hier diese verrückten Bikers. Zack. Ah, verdammt. So, den haben wir erledigt. Ey, geil, das hat sogar immer so Zeitlupen. So, warte mal, so. Ah, nee, warte mal, irgendwie. Jetzt und dann... Blum, nee. Ich find's so geil. Und das ist echt hammermäßig. Dieses so und dann... Ah, hat schon Style, das Spiel, auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal, wo wir weitergehen können. Ah, der richtige Weg. Da, wo es leuchtet. Das ist auch wiederum wieder gut, weil bei dem zweiten Teil war man manchmal auch verwirrt, so, wo man weitergehen muss. Da hatte ich ein bisschen immer Schwierigkeiten gehabt, aber beim dritten Teil finde ich das schon wieder eher benutzerfreundlich, auch für die Leute, die das ein bisschen leichter haben wollen im Spiel und so. Nicht so wie bei dem zweiten Teil. Jeder weiß, der den zweiten Teil gespielt hat, der war echt hardcore. Und selber bei Apokalypten oder so, das war mir ein bisschen zu abgedreht. Aber ich wollte es trotzdem mal durchspielen, also habe ich das auf Apokalypt irgendwie geschafft. Aber ich muss schon sagen, das war richtig crazy. So. Aber ich finde 3 auch noch richtig super, auch die Engine hat sich hier deutlich verbessert und das hat auch bockt richtig, finde ich. Ah, nein! Ach, komm. Tja, na gut, dann fangen wir hier, Alter, an. Kein Problem. Na. Ich will mich irgendwie um den Raketentyp wieder kümmern. Okay, alles klar. Zack. Die Quicktimes sind manchmal auch geil, oder dieses Zeitlupenmäßige. Kann man das immer irgendwie schön betrachten, auch noch irgendwie nebenbei. Wow. Oh, wow, wow. Wieder so ein heftiger Commander-Typ. Komm her, du. Ha. Ha, meinst du? So, der ist auch erledigt. Da ist der richtige Weg. Okay. Wow, noch einer. Klar doch, komm doch. So für jeden dabei was. Das könnte ich den ganzen Tag tun. Ach ja, man kann ja die Kamera auch immer geil zentrieren. Alles klar. Keine Gnade. Öffnen. Okay. Oh. Das hört sich gerade nicht so gesund an. Ah. Wer ist das denn? Wow. Was ist das? Ah, das ist ja abgespaced. Ach du Scheiße. Ey. Was ist das?
voll so Matrix oder was? Ey, was ist das? Wow. Aua, die schießen irgendwie mit ihren komischen Blöcken da rum. Alter. Wow. Autsch. Aua! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ho! Huhuhuhu! Okay, okay, ich beende erstmal den Part. Ich danke nochmal auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es wäre echt nice, wenn ihr mich unterstützen würdet. Also könnt ihr selber entscheiden, ob ihr mich liken würdet, abonnieren würdet. Also je nachdem, wie ihr gerne möchtet. Und ja, hoffe, ihr seid im nächsten Part dabei und schaut auch einfach auch mal einer meiner anderen Projekte. Ich würde mich drüber echt freuen. Und kommentiert ruhig, seid nicht schüchtern. ihr könnt gerne kommentieren darüber. Also ich würde mir gerne eure Kommentare anschauen, weil momentan kommen die meisten Kommentare eigentlich bei Gia Tobi Anime. Da könnt ihr auch reinschauen, wenn ihr wollt. Aber es wäre ja auch nice, wenn dieses auch mal in diesen Channel kommen würde. Und naja, auf jeden Fall danke nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Gia Tobi und ciao.